Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7, über die Debatte in einem durchgeführt wird. Es sind die Berichte des Gleichbehandlungsausschusses über die Anträge der Abgeordneten Heinisch-Hosse, Kolleginnen und Kollegen, 1512 betreffend Akutmaßnahmen für Gewaltschutz in 1106 und 1562 betreffend Schluss mit dem Morden an Frauen durch Männergewalt. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.